Leute, seid schnell, ihr habt nur noch bis Donnerstag Zeit. Das ist der krasseste Money Glitch zur Zeit in GTA und ihr braucht nichts dafür. Das ist so krass, ihr könnt 1 Million Dollar machen. Wie geht dieser Money Glitch? Als erstes seid in irgendeiner GTA Online Sitzung. Dann registriert ihr euch als CEO. Dann geht ihr jetzt aufs Handy, geht auf schneller Beitritt, auf Kontaktmission, Auto, Werkstatt, Raubüberfälle, alleine starten und bestätigen. Jetzt ist unten rechts eine kleine Zeit und irgendwann steht dann so 1 von 4, 2 von 4. Wenn ihr das seht, sofort wieder aufs Handy gehen, geht dann nochmal auf schneller Beitritt, Kontaktmission, Autowerkstatt, Raubüberfall, alleine und wieder bestätigen. Ja, ihr müsst das insgesamt 2-mal gemacht haben und jetzt beim 2. Mal lässt es einfach laden. Wartet, bis ihr reingezogen werdet in den Job, in den Raubüberfall. Seid ihr in den Raubüberfall drin, werdet ihr merken, dass ihr aktuell 3-fach RP und 3-fach mal Geld bekommt. Seid ihr in den Job angekommen, könnt ihr kontrollieren, ob der Glitch funktioniert hat. Denn, wenn es Interaktionsmenü öffnet, müsste bei CEO stehen Security Self CEO und nicht CEO Mitarbeiter. Ganz wichtig. Wenn das so steht wie bei mir, perfekt, Leute, und spielt jetzt einfach den Raubüberfall zu Ende. Und am Ende ein kleiner Tipp für den Raubüberfall. Hier findet ihr einen Helikopter, damit das Ganze deutlich einfacher ist und schneller geht. Denn am Ende werdet ihr 1 Million erhalten. Also, let's go, Leute, macht ihn so lange funktioniert. Und natürlich könnt ihr das Ganze einfach direkt wiederholen ohne Cooldown.